Guten Nachmittag, Freunde der Vlogs. Ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich bin gerade an diesem schönen Sonntagnachmittag auf dem Weg in meine neue Wohnung, in der sich jetzt schon ein paar Sachen befinden, und dachte, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie versprochen, auch die Wohnung mal bei Helm und wie es bis jetzt aussieht. Und ja, genau das werden wir jetzt machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dieses Video schneiden will oder werde, weil ich habe am Donnerstag, das habt ihr jetzt entweder schon gesehen oder ihr habt es eben noch nicht gesehen, schon mal aus der dunklen Wohnung gevloggt. Als ich nach dem Training nach Hause gelaufen bin, bin ich halt sozusagen fast an der Wohnung vorbeigelaufen und dachte, gut, dann gehst schon mal rein und nimmst deine erste Mahlzeit zu dir. Und ich denke, ich werde das jetzt hier hinten ranschneiden, weil sonst wäre diese Erklärung jetzt für umsonst gewesen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den ersten Vlog aus der neuen Wohnung vom Donnerstagabend. Wow! Guten Abend, Freunde der Sonne. Ihr hört es vielleicht, ich schalle und ihr seht es. Ich bin hier in meiner neuen Wohnung. Und ich dachte mir, direkt zum Anfang gönne ich mir direkt mal was, ein paar Bratnudeln und ein Bier, einfach weil ich mir das heute verdient habe. Ich komme gerade vom Training und ja, da ich da ja sowieso durch die Stadt laufen muss, habe ich gedacht, ich mache jetzt direkt mal eine Roomtour. Natürlich ist es jetzt schon dunkel hier und ihr seht nicht so viel, aber es sollte ausreichen. Das hier ist das Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer mit wieder einmal so einem komischen Kasten da oben dran. Ein Plan, was die da immer soll. Hier ein schönes französisches Fenster, heißt das so. Das ist ja saugefährlich, sozusagen ein Mini-Balkon. Ich weiß nicht, ob man sich da draufstellen darf oder kann, aber egal, ich mach mal lieber wieder zu. Ja, hier noch eine schöne Wand mit Nische, was auch immer da rein kann, und eine Tür, und hinter der Tür ist nichts. Ja, das hier ist mein Wohnzimmer, das habt ihr eben schon gesehen, mit Tür und auch da so einer Nische und ja, zwei Fenstern. Es wirkt jetzt natürlich alles noch relativ klein, weil es leer ist, aber bekanntlich mit Möbeln drin wirkt das dann besser. Hier ist mein Flur. Auch hier noch eine schöne Nische, wo ich, keine Ahnung, viel reinstellen kann. Und ja, so groß ist mein Flur. Und hier seht ihr direkt das Bad. Da spiegle ich mich in der Scheibe. Und ja, Badewanne, Waschbecken, Toilette und Kasten. Und ja, Fliesen, warum ist es jetzt unscharf? Autofokus. Wer hat denn den Autofokus ausgemacht? Keine Ahnung. So, jetzt der Autofokus wieder an. Und ja, ich wohne, wie ich das wollte, zur Stadt raus. Hier wird natürlich auch noch gerade gebaut. Und ja, ich wohne direkt an Straßenbahnschienen. Das werde ich vielleicht irgendwann bereuen. Aber das Gute hier, es ist tatsächlich gut isoliert. Man hört nicht viel, beziehungsweise so gut wie gar nichts, wenn die Fenster zu sind. Ihr merkt es ja selber. Und ja, hier meine Küche, die auch riesengroß ist. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, weil ich brauche natürlich nicht so eine große Küche. Das hätte ich lieber am Wohnzimmer dran, die Fläche. Aber naja, da kann ich mir wenigstens eine schöne Küche reinstellen. Warum hier noch ein Farbeimer steht, weiß ich nicht. Vielleicht ist er noch voll. Nein, aber ein bisschen ist noch drin. Und hinter der Tür ist wieder nichts. Ja, in diesem Sinne, Freunde der Vlogs, ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und konditioniere mich direkt mal positiv auf diese schöne neue Wohnung. Sie ist, wie gesagt, nicht so zentral, keine Ahnung, habe ich das schon mal erwähnt, wie ich das eigentlich wollte. Ihr seht hier, ich bin zwar direkt an der großen Hauptstraße, aber das Zentrum befindet sich 50 Meter nach vorn und die nächste Einkaufsmöglichkeit allerdings mindestens 10 Minuten zu Fuß weg, oder sagen wir 7 Minuten. Und das ist natürlich für mich, der gewöhnt ist, dass er 50 Meter von Rewe und Aldi entfernt gewohnt hat, schon tragisch. Ich muss jetzt also 7 Minuten bis zum Einkaufen laufen, nicht mehr nur eine halbe Minute. Und naja, ich werde es überleben. Außerdem gibt es hier keinen Fahrstuhl und ich wohne im vierten Stock. Auch das bin ich nicht mehr gewöhnt. Ich bin ja prinzipiell mit dem Fahrstuhl gefahren in den zweiten Stock und jetzt muss ich prinzipiell in den vierten Stock laufen. Aber was soll's, es gefällt mir bis jetzt schon mal hier. Ich bin übrigens jetzt eigentlich nur hier, weil ich nochmal messen möchte. Erstens die Küche, dass ich weiß, welche Küche ich mir bestellen kann, dass die dann auch reinpasst, weil ich nämlich auch die Waschmaschine mit reinstellen muss und natürlich den Geschirrspüler.
Ja, genau so war das also am Donnerstag und jetzt befinden wir uns, wie gesagt, auf dem Weg im Hellen in meine Wohnung und damit der Weg nicht so langweilig ist, dachte ich, erzähle euch noch was Witziges von der Arbeit. Am Freitag, als ich gerade Feierabend hatte und die letzten Kinder nach Hause geschickt habe, kam noch einer von den Erstklässlern zu mir und sagte, Herr, da vorne liegt ein Schokohörnchen in der Toilette. Und ich dachte mir so, ja, Schokohörnchen ist auch mal eine nette Bezeichnung für eine Kackwurst. Aber nein, es war tatsächlich, als ich danach geguckt habe, ein richtiges Schokohörnchen. Und ich habe es versucht runterzuspülen, aber es ging natürlich nicht runter. Also habe ich dann meinem Kollegen, der am Montag Frühdienst hat, weil ich ja diese Woche, also kommende Woche frei habe, Urlaub, eine Info geschrieben, Achtung, in der grünen Toilette steckt ein Schokohörnchen, Verstopfungsgefahr. Und ja, ich denke, eine bessere Nachricht kann man sich morgens 6.30 Uhr, wenn man den Frühdienst beginnt, gar nicht wünschen. Aber naja, was soll's. Naja, Kaugummi nervt beim Sprechen. Jetzt habe ich mich vollgespuckt und wäre fast hingefallen. Aber okay, genug gelabert. Ich melde mich dann, wenn ich in der Wohnung bin und zeige euch den ganzen Shit bei Helle. So, hier befinden wir uns jetzt also noch einmal in meiner Wohnung. Mein Ausblick zu dieser Seite sieht so aus. Hier unten stehen Menschen. Da vorne ist ein Dönermann. Meine Wohnung ist übrigens immer noch extrem hellhörig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Hier liegen drei Säcke Blumenerde rum. Extrem hellhörig. Das heißt, ich höre bis jetzt noch die Leute, die unter mir wohnen, extrem laut reden. Und auch wenn das Baby weint, höre ich das extrem. Hier kommt mein Schreibtisch hin. Das ist meine Schreibtischplatte. Ja, da ist meine Sitzecke. Da kommt jetzt gleich mein Couchtisch davor, sobald ich den aufgebaut habe. Und da kommt ein Holzbehältnis hin für das Streu und das Heu und den Müll meiner Hasen, die dann hier neben dem Schreibtisch hausieren werden. Ja, die Tür passt nicht mehr wegen dem Teppich, den wir reingelegt haben. Das heißt, entweder mache ich hier eine andere Tür rein, so eine billig Klapptür, wie heißt das? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ich schneide hier so rund, wie die Tür aufgeht, den Teppich raus. Da ist meine Mama extrem dagegen. Allerdings, ja, und man sieht natürlich auch, die Wohnung ist schief. Ja, der Teppich ist natürlich gerade geschnitten, liegt dort an der Ecke an, überschlappt hier sogar ein bisschen an der Ecke und trotzdem fehlt hier ein Stück, weil die Wohnung natürlich nicht rechtwinklig ist. Und ja, der Teppich war übrigens auch keine 5 Meter lang, so wie es drauf stand, sondern nur 4,95 Meter. Hab schon überlegt, ob ich den vielleicht zurückbringe, aber ich bin kein Krümelkacker und ich hatte auch keinen Bock. Und ja, habe ich halt 10 Cent mehr bezahlt. Genau. Mein Schreibtischstuhl, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Der ist extrem bequem. Der hat 99 Euro gekostet und in dem kann man hier so hin und her wirken. Hier soll übrigens jetzt der Kleiderschrank hin. Und mein Budget ist eigentlich für diesen Monat jetzt schon aufgebraucht. Und da stehe ich jetzt vor einem kleinen Problem. Vor allem, weil ich ja auch noch einen Rechner brauche. Habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, irgendwo. Und ja, da muss ich mal sehen, wie ich das alles mache. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal die Kiste zusammenbauen. So, liebe Freunde, wie ihr seht, es geht voran. Ich habe jetzt erstmal diese Platten mit so ein paar Dingsbums-Dingen hier einfach verschraubt, weil es keine lange Platte in der richtigen Größe gab und ich keine Lust hatte, so viel zu sägen, beziehungsweise das aus dem Discount-Baumarkt ist und man sich dort auch nicht sägen lassen konnte. Und eine längere Platte in der Höhe gab es tatsächlich nicht. Das heißt, ich musste jetzt hier die einzelnen Platten nehmen und verschrauben. Da ist jetzt der Deckel. Der ist auch zu lang, den habe ich tatsächlich länger gekauft, weil ich den sägen kann. Und genau das werde ich jetzt tun müssen. Der kommt dann oben drauf und dann kommt die Seite noch hier vorne ran. Ob ich hier hinten die überhaupt brauche, also die brauche ich eigentlich nicht, weil es steht eh direkt an der Wand. Aber vielleicht zur Stabilität, das weiß ich noch nicht genau. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal sägen und das zum Sonntag. Ich hoffe, meine neuen Unter- und Nebenmieter werden es mir verzeihen. Wenn nicht, dann nicht. Ich säge jetzt. So, liebe Leute, jetzt ist es tatsächlich geschafft. Mein Kasten ist, naja, fertig ist er tatsächlich noch nicht, aber er sieht ja schon mal ideal aus, oder? Ich finde zumindest, er sieht ideal aus. Und dann steht hier drin mein Hasenmüll, mein Hasenstreu und mein Hasenheu. Und hier daneben sitzen dann meine Hasen. Ich werde diese Wand wahrscheinlich wieder so individuell gestalten, wie ich das schon in der letzten Wohnung gemacht habe. So ein bisschen abstrakter Bullshit. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht der wunderschönste Couchtisch, den ihr je gesehen habt?
Ich finde schon, das ist ein sehr, sehr schöner Couchtisch. Ich habe jetzt vor allem diese Platte übrig, weil das ist die Unterplatte, also diese da Zeitungsablegeplatte dieses Tisches, die ich ja natürlich von Anfang an nicht wollte, weil ich, habe ich das erwähnt, keine Ahnung, hier ja kein Sofa reinstelle, sondern nur ein paar Sitzkissen rundherum und ein paar Kissen an die Wand, sodass man dann hier so im japanischen Stil einfach an diesem Tisch sitzen kann, auf dem Boden. Und dann hier schön tippen oder essen oder was auch immer tun kann. Genau deshalb brauche ich natürlich diese Unterplatte nicht und das heißt, ich habe die jetzt übrig und die ist, naja, wie man es da sieht, ein Stückchen kürzer als die Platte, die ich für meinen Schreibtisch gekauft habe. Das heißt, ich könnte natürlich passend zu diesem Tisch daraus auf meinen Schreibtisch basteln und diese Platte dann, ja, anderweitig verwenden, wofür auch immer. Das muss ich mir noch überlegen, aber dieser Tisch gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Jetzt seid ihr eigentlich auf dem neuesten Stand. Das Einzige, was ich jetzt noch mache in der Wohnung, bevor ich wieder zu meiner Mama zurückkehre, ist, keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe, aber meine Hasenkäfige, einen davon möchte ich bepflanzen und zwar mit normal Gras, Klee, Löwenzahn, was halt so auf der Wiese wächst. Und das möchte ich, dafür möchte ich heute noch die Erde reintun, weil die Samen kommen erst morgen oder übermorgen an. Ich hoffe natürlich, dass jetzt im Oktober die Samen auch noch keimen werden und da etwas wächst. Wenn nicht, dann war das Ganze für den Arsch. Aber genau deswegen werde ich das heute noch entleeren und zwar da rein. Und der kommt jetzt wie ein Topf in den Übertopf hier rein. Dann bohre ich da noch Löcher rein, dass das Wasser auch ablaufen kann. Jetzt fragt ihr euch, warum hast du das Loch zugeklebt? Darum, fragt nicht mehr so viel. Und ja, dann kommt da die Erde rein und dann werde ich sehen, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Freunde der Sonne, ich habe mich total verschätzt. Wie ihr vielleicht irgendwie es sehen könnt, es ist jetzt schon tatsächlich genug Erde drin nach einem Beutel Erde. Und meine Einschätzung war, ich brauche mindestens drei. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit zwei Beuteln Erde machen soll. Aber okay. Ihr seht schon, die Idee ist super durchstrukturiert und geplant. Damit bin ich nämlich für heute fertig und nochmal schön in die Sägespäne getreten. Das Wohnzimmer habe ich euch ja schon gezeigt, da gibt es nichts Neues. Alles, was ich heute erledigen wollte, habe ich erledigt. Der Rest muss bis morgen warten. Und ja, in diesem Sinne, jetzt endlich, lasst krachen, fallt mich hin und bis zum nächsten Mal, euer Aprilbär.